darf man im Stehen trinken, man darf im Stehen trinken und man darf auch im Sitzen trinken. Und beides wurde überliefert vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, liebe Geschwister, unsere Religion ist kein Widerspruch. Weil es gibt Überlieferungen, die sagen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wie von Anas ibn Malik radiallahu anh berichtet wurde, und die Überlieferung ist bei Imam Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam untersagt hat, im Stehen zu trinken. Das ist eine Überlieferung. In einer anderen Überlieferung von Imam Ahmad rahmatullah alaihi hat Ali ibn Abi Talib radiallahu anh im Stehen getrunken. Daraufhin haben die Leute ihn angeguckt, so dass er gemerkt hat, als ob sie ihn kritisieren wollten. Dann sagte er zu ihnen, was ist mit euch los? Was guckt ihr mich so an? Ich trinke im Stehen, weil ich den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesehen habe. Er hat im Stehen getrunken. Und ich trinke im Sitzen, weil ich den Gesandten sallallahu alaihi wasallam im Sitzen gesehen habe, wie er getrunken hat. Was wollt ihr von mir? Insofern, was sagen die Gelehrten? In unserer Religion gibt es keinen Widerspruch. Wenn du sitzen kannst, dann sitz. Und wenn du nicht sitzen kannst, dann steh. Und keiner kann dir hier einen Vorwurf diesbezüglich machen. Die meisten Gelehrten sagen, dass im Stehen zu trinken unbeliebt ist, makro ist, unbeliebt ist. Nein. Aber tatsächlich ist es so, wenn du die Möglichkeit hast, dann sitze. Und wenn nicht, dann kannst du auch im Stehen trinken. Bei At-Tirmidhi wird überliefert von Ibn Umar radiallahu anh. Und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, die Überlieferung ist sahih. Er sagte Ibn Umar, in der Zeit vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam pflegten wir während des Laufens zu essen und während des Stehens zu trinken. Was heißt pflegten wir? Das war bei uns eine Ade, eine Gewohnheit. Wäre es falsch, was hätte der Prophet sallallahu machen müssen? Er müsste sie korrigieren. Ich wiederhole, bei At-Tirmidhi ist überliefert, dass Ibn Umar radiallahu anh berichtete, in der Zeit vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam pflegten wir während des Laufens zu essen und während des Stehens zu trinken, und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht kritisiert diesbezüglich, was uns darauf hinweist, dass sie falsch gehandelt haben oder nicht. Nein. Aber nochmal, es ist besser, im Sitzen zu trinken, ohne Frage. Und auch wissenschaftlich erwiesen. Es ist besser, im Sitzen zu trinken. Wallahu ta'ala a'lam.